Ja, ist nicht bekannt. Wir haben gerade auf dem Marsch. Wir holen nochmal eine Ladung Holz. Das Sägewerk füllt sich langsam. Aber das kann noch mit mehr sein. Bevor wir nachts jetzt ja spulen, also vorspulen, wäre es ganz gut, wenn wir da ein bisschen mehr Dinge zu liegen haben. Dann können wir ganz beruhigt abwarten und sehen, wie unsere Lage mit Paletten sich füllt. Und dann können wir ein bisschen, zumindest sagen, ein bisschen Geld verdienen über Nacht. Ja, eigentlich soll man Mais wachsen. Aber gut, noch nichts, noch geht nichts. Rechts ist Gerste ausgesät worden. Wollte Bauer so haben. Die wäre ja meist lieber gewesen. Oh, Entschuldigung. Wir holen erstmal ein paar Baumstämme. Ein paar Linien noch. Und dann gehen wir weiter. Vielleicht kommen wir um 0 Uhr in entsprechende Mission zum Düngen. Könnte sein. Ich halte das durchaus für möglich, dass es so kommt. Ansonsten müssen wir ein bisschen Holz machen, ne? Damit wir den Moos zusammenkriegen für die nächsten Felder, beziehungsweise die Schulen sozusagen können. Wir gehen mal gleich ganz hinten beim Jägerstand hier. Was gar nicht im Ding steht. Ich habe noch kein Wild hier gesehen. Und bei den Vögeln brauchst du keinen Jägerstand, ne? Das ist rein optisch. Aber gut. Aber die Jäger mögen das halt so, ne? Die hochsitzen sicher vor den Tieren und dann entsprechend mit guter Sicht abballern. Aber das gehört dazu. Sonst würde kein Wald wachsen. Das haben die mal gebracht hier vom Yellowstone Nationalpark. Da haben sie mal den Wolf ausgerottet. Und da sie ja nicht so jagen wie bei uns in Europa, weil der Prinzip die Fläche viel zu groß ist. Es gab zu viele, ja, so eine Art Hirschart. Die haben im Prinzip die Bäume immer klein gehalten. Also da sind keine neuen dazugekommen, weil die immer alle abgefressen wurden. Und erst wo der Wolf da war, den keiner bejagt, ist er ja irgendwann wieder da. Sind wieder Bäume gewachsen. Aber damals diese Agrarlobby von den, von den Rinderzüchtern, die ihre Tiere in Gefahr gesehen haben, wollten das nicht haben. Den Wolf. Gut, kann ich verstehen, wenn zu viele Tiere gerissen werden, dann ist das verständlich. Ist ja bei uns auch ein Thema zurzeit, ne? Das neue Wolfsrudel auftauchen. Das früher hat der Bauer plötzlich mal in Hand genommen, über den Freien. Beziehungsweise die Herrschaften gingen zur Jagd. Denn wenn die Ertragsverluste da waren, dann haben die sich entsprechend darum gekümmert. Müsste man vielleicht vom Staat auch so machen, dass dann, wenn ein Bauer nichts verkauft, dass er auch keine Steuern kriegt. Dann würde es vielleicht anders gedacht werden. Auch Richtung Grün. Und das ist ja alles schön gut, würde ich sagen. Nur muss das alles irgendwo bezahlbar sein.
Torpedo und dann reiben und Zeug. Busse fahren ja auch keine mehr. Stillgelegt. Naja, KI-Verkehr habe ich ausgemacht. Das ist, ja. Die Nerven. Entweder wird dauernd gehupt oder sie rammen dich von der Straße runter. Aber besser macht KI-Verkehr aus. In der Ölversion konnte die noch eine Straße heben mit einem Radlader. Aber das ist hier nicht möglich, die sind ja wie Beton. Darum, KI-Verkehr, das wollen wir nicht haben. Die stören. So. Ah, achso, ja, L und dann abladen. Ja doch, wird angezeigt. Ich dachte, wird nicht mehr angezeigt. Aber jetzt kommen kleinere Bäume. Ja, das macht nichts. Hauptsache sind welche da. Ich denke mal, das ist auch völlig egal. Du könntest auch kleine Holzdinger vorbeibringen. Das Entscheidende ist ja die Menge, denke ich mal, ja. Mehr geht's dabei nicht. So, habe ich Timer gedrückt? Ja. Gut, läuft. Wenn der Timer läuft, dann brauchen wir keine Angst haben wegen Überziehen. Wir können so in aller Ruhe aufs Spiel schauen. Hier stehen auch noch Bäume, die wollen auch noch gefällt werden. Aber einen am anderen. Was wir noch anpflanzen können, wäre Hackschnitte, also Pappeln. Und dann könnten wir mal richtig Hackschnitte machen. Also mit richtig Originalmaschinen. Und bei Holland mit vorne Gebiss. Habe ich mal vorne ein Video gesehen. Also, vor 14 Tagen. Also richtige Maschinen und geht schon, ne? Das waren Pappeln gewesen von 10 Meter Höhe. 5 Jahre haben die gewartet, bis sie das einmal ernten konnten. Das Ding hat vorne drin im Gebiss und zwei so eine Kreissägen, die übereinander liegen. Beim Häckseln haben sie im Prinzip das gleiche genommen wie beim Maishäckseln, nur sie haben jeden zweiten Messer rausgenommen. Das haben sie mal so gezeigt, weil das ist so eine Walze und da schrauben die halt Messer ran. Und diese Messer häckseln dann das entsprechend klein. Aber auch Mais. Bei Mais haben sie jeden Platz genutzt, ne? Also bei Pappeln haben sie das entsprechend jeden zweiten rausgenommen. Das ist ganz harten Stahl, die Messer sind sehr scharf und die sind garantiert gehärtet. Sonst sind ja irgendwann stumpf, ne? Wo Pappeln eigentlich recht weich sind, also es ist weiches Holz, also. Man würde sagen, ja, Pappeln zum Heizen, ja, nicht geeignet. Der hält sich wirklich lange vor. Aber da macht nur die Masse. Umwelt freut sich, schön Rauch. Und Feinstaub. So, ein paar Bäume heute noch. Die ist so dick. Dicken, gerade dicken würde ich haben.
Okay. Einer nehmen. Jetzt müssen wir schauen, dass ich ihn heute aufnehmen muss oder darf. Ich meine, ich kann auch morgen aufnehmen. Morgen ist Sonntag. Und dann habe ich Spätschicht. Von daher ist es nicht ganz so tragisch, weil ich auch früh nicht aufstehen muss. Wenn ich es früh habe, dann ist es sinnvoll, ich mache nicht zu lange. Ne? Wenn man sieht über Arbeit, das mache ich sowieso in der Woche. Von der Tour gerade, das mache ich am Montag verarbeiten und Dienstag hochladen. Und heute habe ich ja bearbeitet am Hochladen gleich ein Fett gemacht. Geht auch. Weil wir haben jetzt noch ein neues Menü. Man kann zwar noch das alte auch noch machen, aufrufen, nur irgendwann sind alte vorbei. Dann haben wir nur die Peter Dienstag. Das neue. Gucken, besser ist die andere Frage. Aber so überarbeitet dauert man für 20 Minuten bei mir. Das hoch man auch und in den neuen Modus habe ich sogar weniger Daten genommen und besseres Bild. Das finde ich gut. Aufnahme sind fast 8 GB, 7 bis 8 die Aufnahme. Und kann runter skalieren auf 24.000. Die gefühlte Rambel habe ich nur noch nach knapp 3,7, 3,5. Und wenn es nachts kommt und dunkel wird, dann wird das sogar noch weniger. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist nachts weniger Daten. Vor allem nicht, weil es dunkel ist und entsprechend nicht so viel gesehen wird. Kann es sein. Ja. Das ist meine Erklärung dafür, dass nachts besonders wenig Daten sind. Aufgenommen werden. Was meine Erklärung ist, was du willst, das weiß ich nicht. Also meine Verstellung, wenn ich jetzt aufnehme und dann folgen, die in Nacht gemacht wurden, da habe ich datenmäßig noch weniger. Aber nachts ist nicht so gut. Fühlt sich an wie schlecht und als so stelle ich mir das vor und weil ich dort schaue, nachts nicht mein Favorit, zu wenig. Deswegen wird nachts auch entsprechend eine höhere Tiefe gefühlt. Weil Schlafen verursacht Probleme. Das habe ich damals gehabt. Das war damals. Wo Tiefen neu aufkam. Da gab es für mich damals einen gravierenden Fehler, dass die Tiefe krank wurden und später auch gestorben sind. Ja, da habe ich 3 Nächte jeweils geschlafen. Ich hatte aber auch einen Testspielstand mal nicht geschlafen. Das ist cool. Und dann wurden sie wieder gesund. Also die Potenz war oben. Und dann habe ich richtig Spielstand gespielt, denn naja, macht der Gesundheit, da schlafst man. Schlafen, ne? Ja. Am nächsten Tag waren 70 Tiere tot. Ich bin sogar nicht mehr da. Gut. Das ist sowieso nicht gut. Das war halt so, ne? Und bei dem wird nachts immer nicht mehr geschlafen. Man kann ja mit 30 vorspulen und mit ja, 60 oder 100, ne, also, oder 120. Also 30 nachher, ein Kumpel wird nachher. Wir haben jetzt fast einen späten Frühling, also da ist ja im Norden eigentlich nicht lange hell. Können wir halt lange normaler Geschwindigkeit als 5 spielen. Bei Ernte und so, da tendiere ich eher auf einzuspielen.
damit wir alle schaffen, die Arbeit. Es geht auch darum, dass wir dann arbeiten müssen, wenn es Wetter gut ist, beziehungsweise wenn das Wetter muss passen, zur Ernte. Wenn es trocken ist, können wir ernten. Ansonsten Probleme. Und wenn es mal richtig passt, müssen wir das Glück ja nicht auch produzieren. Ne? Im realen Leben ist ja auch keine 5000 Sekunden fest. Aber wir fahren ein paar Bäume heute noch. Das ist leider die Woche so, dass wir viel Wolle machen müssen. Aber die Ernte steht ja noch nicht an. Und die Aussaat sind wir durch. Wenn wir Glück haben, brauchen wir keinen Mantel stehen. Und wenn nicht, macht das Elektrofahrer. Tiere sind immer aufgeschüttet. Wo Tiere an sich noch alles nicht wieder haben. Tiere verziehen ja original 2 Tage. Das werde ich auch so belassen. Ich sag mal so, das ist für mich persönlich machbar. 2 Tage sind verloren. Im reellen Leben sollte ich hier Sachen anpassen, sagt er. Als früh und spät im Nachmittag. Dass sie fitter werden. Das war schon früher so, normalerweise halt im Winter. Würde heute auch so sein. Heute wird vieles automatisch gehen. Weil es eigentlich da wird oft nur Knopf gedrückt oder hier die Folge dann voll gemacht. Ne? Also mit Knopfdruck oder mit Maschine. Früher haben wir da alles per Hand und per Schaufel voll gemacht. Das wird eigentlich schon. Die Kühe wurden ja auch überwiegend verhandelt. Also wird eine Forke sind sie davor. Mit der Forke die Nase auf Band und dann der Abschluss 2 Stunden gefuchtet ungefähr oder knapp 1,5. Die haben das zu zweit gemacht. Da wird es angesagt. Weil das Band lief ja relativ schnell. Und die ersten Kühe kamen am meisten und die letzten am ersten. Heute ist es ja Futter befahren. Wenn das früher schon gegeben hätte, wäre eine enorme Leistung gewesen. Das ist heute alles gut für Kehrmaschinen hier. Das ist ja alles deutlich fortschrittlicher, kann man sagen. Machen wir Licht an. Machen wir in die Nacht zum Tag. Und wieder vorne gehen wir. Arbeitet sich besser nach vorne weg. Mensch, schon wieder 9 Uhr. Bleibt nur die Zeit. Wahnsinn, ne? Könnte sein, dass es zu leise ist. Aber wie gesagt, für mich ist es, wenn es zu leise ist. Aber eine Ausnahme ist eine andere Geschichte. Weil es meist gemischt wird. Aber OBS ist ja laut genug. Wenn wir den ausmache, dann schlägt er ja, im grünen Bereich noch, aber kurz vom gelben. Das ist also laut genug von der Reihe. Ach ja, hier habe ich einen Baum fangen wollen. Das ist jung. So, liebe Zuschauer, das wäre es für heute gewesen. Danke fürs Einschauen. Ihr seid mal gut in den Winde, vertraut. Und hört euch nicht ganz vielleicht zum nächsten Mal. Tschüss.